Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleite zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed Mirage. So, wir sind also Basim im glorreichen Bagdad, in den goldenen Zeiten. Ich sagte Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Ich muss erstmal gucken hier, wie wir mit der Steuerung klarkommen. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Was haben wir denn hier noch? Wir haben einmal die Vision. Das Adlerauge, aber wir haben keinen Adler. Erledigen wir ihn. Ja, ich komme ja schon. Okay. Boah, ist das hell. Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Diese Aufträge. So. Oh, Darwish, können wir auch irgendwie langsam... Gehen wir langsamer, weiß, wenn wir geduckt gehen? Enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Geht für so, diese, ne? Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon.
Dann sollten sie das auch zeigen. Du setzt dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Ja, du siehst ja schon gut genährt aus, ne, junge Dame. Also am Hungertuch nagst du nicht. Okay, ich denke mal, wir müssen ihr auf jeden Fall folgen. So, hepp. Ich würde so auf die Kronjuwelen fallen, wenn ich da versuche, auf so eine dünne Stange zu klettern oder rauf zu hüpfen. Jetzt direkt Rührei. Hier hoch, ne? Ja, komm. Ja, Assassin's Creed, auf jeden Fall mal wieder ein richtig geiles Spiel. Ist auch schon Jahre her. Ich habe damals Odyssey, glaube ich, war das, gespielt. Also ist schon sehr lange her, ne? Wir hatten ja bis jetzt gab es ja noch Valhalla und wie sie nicht alle hießen. Aber irgendwie bin ich drüber hinweggekommen. Jetzt habe ich ein bisschen was von Mirage gesehen und habe gedacht, das will ich auch. Genau, Bagdad ist sehr schön gemacht, sag ich mal, von der ganzen Atmosphäre, vom Aussehen. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Bisa-Man. Ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Winterpalast? Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Da hinten vielleicht, ne? So, mit C können wir hinunterklettern. Ja, sehr elegant. Also gekonnt auf jeden Fall. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Ja. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Ach so, wird mir sogar angezeigt. Ah, wir gehen mal gucken, ne? Entschuldigung, haben Sie eine kleine Spende für uns? Jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Vorsicht, Kinder, ich muss da mal durch. Mach dich bereit. Ja, ich bin bereit. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Also diese Frau ist kein guter Einfluss für mich, ne? Also die stichelt mich an, hier Straftaten zu begehen. Dieser eitle Gockel da, er muss etwas von Wert dabei haben. Ich frag ihn einfach mal, ne? Entschuldigung, Sir, haben Sie vielleicht was von Wert dabei? Oh ja, herzlichen Dank. Sehr geschickt. Dankeschön. Und dort drüben an dem Stand. Kleinen Moment. Sie hat auch Geld. Wen sollte ich beklauen? Ja, doch. Die ist auf jeden Fall reicher als wir. Ich habe nämlich nicht so einen schicken Klingebeutel. Ich habe nur diese billigen Ledertaschen. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Ein Camel. Jetzt komm. Darwish wartet sich ja schon. Cool. Darwish wartet schon. Also, ups. So, dann wollen wir mal zum Darwish. Was die Aussprache angeht, auf jeden Fall bitte nicht übel nehmen. Also, ich gebe mir Mühe, aber ich gehe davon aus, dass das hundsmiserabel klingt. Aber erstmal die Seilrutsche nehmen. Whee!
Oh, cool. Ah, jetzt ist der weg, ja? Ah. Streicheln. Oh, eine Mauzi. Ja, bist du aber eine Feine. Jetzt habe ich Würmer. Toll. Komm ich darüber? Ja. Das finde ich halt auch so mega cool an Assassin's Creed. Also diese Kletterkünste. Ein Pferd, ein Esel. Sind wir da? Tauben. Könnte das zu hoch sein? Nee. So, Darwish. Ich grüße dich. Die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Hallo. Mit Sicherheit großspurige. Sieh an. Da kommt der Faulpelz ja. Faulpelz. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Ey, was eine gute Gabe. Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geht zur Seite. Er kennt direkt einer den geklauten Klingelbeutel. Reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Ach, wir sind gar nicht Meine in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Wie nett. So, was hat denn unser Freund Darwish hier an Wertgegenständen? Also ich möchte ja nicht sagen, dass ich mich hier lesen. Ich möchte mich ja nicht bereichern oder seine Freundschaft ausnutzen, aber so einen kleinen Blick riskieren? Gar nichts. Unter uns Sammlern. Darwish Sadigi? Oh. Wie die größte Schönheit hinter einer unscheinbaren Fassade verborgen sein kann. Unbezahlbare Edelsteine verstecken sich hinter dem einfachsten Stein oder der bescheidensten Ladenfront. Du musst wissen, dass ich erlesene Kostbarkeiten sammle und dass mir zu Ohren kam, du hättest wertvolle Steine aus Sarandib, Smaragde aus Khorasan und Perlen aus dem Meer. Um Halhind auf Lager. Solches Geschmiede würde ich ewig in Ehren halten. Nenne mir deinen Preis, ich werde ihn bezahlen. Okay, also einfach nur eine kleine Händlerinformation. Alles, was wir hier finden an Leihgaben bekommen oder Spenden, Gelder, die wir eintreiben, können wir an ihn verscherbeln. Du bist auf dich allein gestellt. Ja. So, wo gehen wir denn am besten? Ich würde gern oben lang gehen. Sagen, einmal würde ich jetzt die erste Mission quasi machen und dann im Anschluss mal gucken, dass wir uns die Gegend vielleicht ein bisschen anschauen. Komme ich denn hier rüber? Ah, hier. Okay. Ja, komm da runter. Beachtet mich nicht. So. Wie viele haben wir letztendlich bekommen? 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte und entsorgt den Rest. Hm.
Warte hier. Okay. Ich würde auf jeden Fall gern sneaky hier durchgehen. Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Ob den einer vermissen wird? Oh, den hätte ich jetzt fast gar nicht gesehen. So, tragen. Komm mal mit, mein Freund. So, hier schön in der Ecke. Mach's dir im flauschigen Gras gemütlich. Rasen. Vision. Da haben wir einen. Da ist noch rot. Hier vorne haben wir eine Wache. Oben erstmal nix. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Dann haben wir wahrscheinlich eine bessere Sicht auf die ganzen Sachen. Hier müssen wir rein. Die Tür ist verschlossen. Nicht mehr lang. Okay, also brauchen wir einen Schlüssel. Entweder bei einem der guten Herren hier oder das auch abgeschlossen. Da steht noch einer. Ich kann das gar nicht sehen. Sind das Wachen oder sind das Zivilisten? Oh, und da oben ist einer. Okay. Geh mal bitte wieder in der Hocke. So, dann würde ich sagen, wir schalten erst den da hinten aus. Dann müssen wir gucken, ob wir den da irgendwie kriegen. Ja, die beiden weiß ich nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall Zugang zu diesem anderen Gebäude. Wenn wir den Schlüssel gefunden haben. Weil da ist ja auch die Tür abgeschlossen, ne? Also das, kann ich das Schwert mitnehmen? Ich hab gar keine Waffen, ne? Wow. Nee, gut. Sind wir noch nackig unterwegs? Komm ich da rüber? Da siehst du, sind doch Wachen. 1, 2, 3. Wir haben den da unten, die beiden. Der guckt nach vorne, der guckt nach außen, der guckt nach hier. Ja, und den guten da unten haben wir noch. Oh Gott, ich dachte, ich fall runter. Könnte der uns sehen, wenn wir den... Ich weiß nicht, ob er das hört oder er das sieht. Eiskalt. So, den müssen wir einmal mit zur Seite bringen. Ich hoffe, du sagst nichts, mein Freund. Wir sind auf derselben Seite. Du hast nichts gesehen, oder? Oh, der guckt jetzt aber ganz... Okay, ich glaube, er ignoriert's. Komme ich hier noch irgendwie... Vielleicht, wenn ich hier rüber gehe? Gott. Oha! Das kann ich auch. So, haben wir hier irgendwelche Kisten noch? Ah, siehst du, der hat einen Schlüssel. Aber hier ist diese... Das ist doch der Verschlussriegel wieder drüben, ne? Sneaky peaky, my friend. Oh, tue ich mir selber weh, wenn ich da runterspringe? Ich lande ja weich!
Ah, habe ich doch gesagt, ich lande bei ich. So, hier noch ein paar Sachen zum Plündern. Ja, aber ich weiß nicht, ob er das hört. Wir nehmen den Guten erstmal weg. Wo guckt denn der hin? Oh, ich hätte ihn vorher noch das Geld klauen können. Kann ich das jetzt noch nehmen? Oh ja, nee, Lager. Oh, schade. Das wäre natürlich jetzt richtig genial gewesen, wenn wir das... Achso, das Essen. Wenn wir das Geld vorher noch geklaut hätten. Da war ich ein bisschen zu... war ich ein bisschen zu cocky unterwegs. So. Machen wir hier gleich alles auf. Ich weiß nicht, ob ich das noch brauche. Kann ich das hier mitnehmen? Nee, ne? Gut, sind wir hier? Ach so, unten. Wir hatten doch hier noch Wertgegenstände. Dup, 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 dup. Hier ist noch eine... Oh, eine Truhe. 23 Dirham. Ist ja in diesen Ländern das ein sehr scharfes Dir haben. Kann ich gar nicht so. So, jetzt müssen wir unbemerkt darüber kommen. Da können wir ja eigentlich den gleichen Weg, den wir gekommen sind, von Balkonien hier rüber. Oh. Oder wir nehmen einfach die Spur. Mach keinen Scheiß! Oh, guter Junge. So. Ich würde gern so ganz undercover jeden einzelnen ausschalten. Wenn wir als nächstes den da hinten nehmen würden, könnten wir im Anschluss den hier wegmachen. Aber die beiden... Na gut, wir könnten pfeifen, einen anlocken. Möglich. Ja, aber wo wollen wir hinpfeifen, ne? Er darf uns ja nicht zuerst sehen. Den will ich auf jeden Fall noch wegmachen. Keiner si- Oh, hat er nicht mitgekriegt. Oh, ich bin so ein Erstklasse-Assassin. Nee, Quatsch, ich bin ja noch ein Meisterdieb. So. Oder wir lassen die beiden am Leben, damit sie unsere Geschichte erzählen. Von dem mysteriösen Dieb, der alles geklaut hat, alle außer Gefecht gesetzt und dann spurlos verschwunden ist. Niemand hat ihn je gehört. Oder geschweige denn gesehen. So, ja. Ah, eine Mauzi. Na du, komm mal her. Oh, ja, so viel Zeit muss sein, ne? Du feiner Tiger, du. Oh, ja. So, denn... Wo lang? Darunter? Darüber? Ah, nee, wir sind ja schon da. Das ist kein Auftrag. Das ist ein Gefallen. Ich arbeite nicht ohne Bezahlung. Meint sie jetzt mich? So, erstmal geben wir den guten Herrn hier seine, Mission wieder? Nee, warte, ich muss ganz woanders hin.
Ich muss dahin. Wo bin dran, nicht zu trödeln. Ja? Scheiße, habe ich was vergessen. Oh Gott, ich war ja gar nicht in der anderen Tür drin. Oh, ich bin so doof. Da habe ich wohl... da habe ich das Wichtigste. Jetzt war ich so drauf aus, hier alle komplett silent auszuschalten. Da habe ich das Wichtigste glatt vergessen. Wir sollten ja hier noch was aus der Tür holen. So. Da ist es das, wonach ich suche. Kleinen Moment. So. Ah, das fühlt sich gut an. Volle Taschen. Ich frage mich, welche Geheimnisse das Verzeichnis birgt. Vielleicht bekomme ich den alten Grieskram dazu, unserem Kontakt etwas zu entlocken. Können wir das lesen? Ich kann gar nichts machen gerade. Wie mache ich denn die Map auf? Aha. Ah, wir sind in Al-Anbar. Al-Anbar. Haben wir noch Codex? Haben wir noch was freigeschaltet? Okay. Na gut. So, jetzt wollen wir aber mal zu unserem guten Freund gehen, ihn sein kleines Büchlein bringen, was er haben wollte. Aber es spricht für mich, ne? Ich war zweimal hier, ohne erwischt zu werden. Erzählt meine Geschichte! In den glorreichen Taten eines Meisterdiebes, der nie gefunden wurde. Ja, komm. Dich haben wir ja schon verwöhnt, ne? Du bist noch heil, wie aber ich kann mich nicht doppelt festhalten. Viel zu einfach. Wieder Gestank. Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Sollte es einen besseren Lohn aushandeln. Shh. Ah, Basim, gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist eine von ihnen. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Ja. Das muss man optimistisch sehen, ne? Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Zwei offene Stellen. Finde ich gut. Und meine Bewerbung abgeben. Mein Hinschreiben da. Ein ehrvoller, ehrlicher Beruf. Verzweifelt nach Aufmerksamkeit. Auftragsmörder. Verzweifelt? Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Mord zum Beispiel. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Jassi. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Hände abwehren, wenn sie mich beim, Borgen? Wühlen in ihren Waren erwischen. Laien? Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Ah, wir haben von früh an im Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen?
Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Ja, eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Du hast mir sehr geholfen, Jasib. Die ist irgendwie sehr unwirklich geflogen, oder? Was hast du denn vor? Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Wir werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Dann machen wir es gemeinsam. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Und ich weiß, wo wir einen finden können. Oha! Zur Abwechslung einmal mir zu folgen. Jetzt macht sie ernst. Wenn ich jetzt auf sie zugehe, startet denn automatisch die Mission? Weil ich würde schon gern erstmal noch hier ein bisschen Geld machen. Obwohl ich nicht weiß, ob das schon was bringen würde. Wir haben ja noch gar keine Assassinen-Ausrüstung. Eigentlich haben wir gar nichts, ne? Also kein Schwert, kein Dolch. Keine versteckte Klinge, die ich mega geil finde. So, sollen wir dann den Winterpalast aufkommen? Ah, gut. Wir können erstmal so ein bisschen rumgehen, uns noch ein bisschen die Gegend angucken, ein bisschen borgen, auf Wandlein gehen, ne? Ein paar Spenden sammeln. Mehr oder weniger freiwillig. Unsere flinken Finger noch ein bisschen trainieren und dann können wir die Mission starten. So, hier war doch irgendwo noch der Markt. Aber ich würde sagen, das machen wir morgen, genau wie die nächste Mission. Also schaltet gerne wieder ein. Bis dann, macht's gut. Ciao.